Damit sind wir zurück in Gruppe 3. Der 1. FC Nürnberg gegen den VfL Wolfsburg. So, wir vergleichen mal gerade hier den Spielplan, den offiziellen im Internet, mit meinen Berechnungen, was die Achtelfinals angeht. Also Dortmund gegen Bielefeld, korrekt, Hase hat richtig gerechnet. Hamburg gegen Mülis, auch angegeben. Bayern gegen Leipzig, es wird diesen Knaller geben, jawohl. Und auch Stuttgart gegen Köln ist korrekt. Also Mathematiktest, Teil 1 ist gelaufen und weiter geht die Kopfrechner-Olympiade. Dann gleich, wenn dieses Spiel vorbei ist, dann haben wir auch den Endstand dieser Gruppe 3 und steuern dann schnurstracks immer mehr Richtung Achtelfinale zu. Und dann, wie gesagt, mit den K.O.-Spielen geht es nochmal richtig rund und richtig zur Sache. Jetzt freuen wir uns aber erstmal über diese Partie hier mit zwei ganz interessanten Mannschaften. Gerade Wolfsburger mit einem ganz interessanten Auftritt. Gerade im ersten Spiel 7:0 gegen den VfL Osnabrück, gegen Mainz 05, letztes Jahr 0:2. Und wir haben gerade den Ausflug vom Torwart Lino Kasten gesehen. Den haben wir gestern schon empfohlen, das U16-Nationaltorwart beim DFB. Gestern auf jeden Fall einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Nächster Schussversuch. Ball. Den Seiten aus. Kasten verzettelt sich da fast. Sein Teamkollege Tim Mertens. Ein bisschen geholfen, auch er gestern. Starker Auftritt. Die Wolfsburger, also gehen wir es mal durch. Lino Kasten, auch stark. Tom Joshua Ginnitz, richtig gut unterwegs. Tim Mertens, top. Leon Sommer auf jeden Fall zu nennen. Also das so die entscheidenden Spieler beim VfL. Tom Kinitz auch Nationalspieler, genau wie Ole Pohlmann, auch der gestern mit der Nummer 9 richtig gut aufgedrängt. Lino Kasten wieder, also der will jetzt hier mehr Risiko gehen, wahrscheinlich auch vom Trainer eingefordert. Von Haschko Fialek, Trainer der Wolfsburger, klasse quergelegt jetzt. Anna hat Leon Sommer etwas zu lange gebraucht, um da kontrolliert den Abschluss zu bekommen. So, der Abpraller landet ganz entspannt bei Jano Engler. Das ist wieder Lino Kasten. Das ist doch nicht von großem Erfolg. Und wird hier seine offensichtliche Bemühungen. Jetzt der lange Ball, der könnte mal kommen. Die Nürnberger haben in Sachen Turniererfahrung hier leicht die Nase vorn. Das ist die 14. Teilnahme. Wolfsburger ist zum 8. Mal dabei. Abschlussversuch hier von Tim Mertens. Allerdings die Wolfsburger im letzten Jahr mit einem ganz starken Turnier sind bis ins Finale eingezogen. Und dann ja, ließen die Kräfte ein bisschen nach. Leipzig gewann das Turnier mit 6:1. Und jetzt muss Kasten wieder zurück. In den Kasten.
Wortspiel wieder nicht zum ersten Mal hören. Große körperliche Präsenz, große Ausstrahlung schon. Wir sind noch früh im Turnier, aber sicherlich einer der Kandidaten für den Torwart des Turniers. Da gab es ja einige prominente Namen, die das so geworden sind. Nehmen wir das Beispiel Sven Ulreich. Also hier die spielbestimmende Mannschaft in diesem Spiel. Das, obwohl die Nürnberger eine von vier Teams waren im Turnier, die mit Traumstart mit 6 Punkten aus 2 Spielen hinlegten. Die Schalker, die wir leider noch in Gruppe 4 sehen werden, haben das geschafft. Hamburg ist das einzige Team, das mit 9 Punkten durchgestartet ist. Und jetzt führen die Wolfsburger mit 1:0. Das war Ole Pohlmann, der Nationalspieler. Wolfsburgs Nummer 9 heute. Mark Kasten geht da viel Risiko. Auch das körperliche Präsenz. Alles hat wehgetan. Gute Besserung da an Thomas Schmidt. Er ist gestern so einer der auffälligsten Spieler. FC Nürnberg. Zum aufmunternden gute Besserungsapplaus für den Offensivspieler der Nürnberger. Tabellenführer in der Landesliga. Schauen wir jetzt wieder für die Nürnberger nach Foul an. Ja, wer ist Makan? Makan da. VfL Wolfsburg, ja, Tabellenführer der Regionalliga. 1 Punkt vor der U17 von Hannover 96. Nur 8 Gegentreffer in 14 Spielen. Ist die beste Defensive der Liga. Also definitiv eine starke Mannschaft. So, das war Ole Pohlmann, der ablegt auf Wolfsburgs Nummer 10. Abudu Sidney Baldi Diallo.
Erst vor 5 Jahren, genau, der Ball war etwas zu weit nach vorne gelegt. Korrekte Entscheidung. Mal nach, verliert den Ball hier. Hat da nicht gut quergelegt, da war deutlich mehr drin für Simon Gisbeck. Hatte eine Menge Platz da. Ball zurückgelegt und fast im Gegenzug und fantastisch gerettet. Jonas Sauerstein in der letzten Sekunde hier den Ball noch gerettet. Tolle Aktion. Überzahl jetzt, das ist nicht gut ausgespielt, da war mehr drin. Gegenzug wieder. Also es ist ein hart umkämpftes Spiel. Mit großem Einsatz in Sachen Defensive. Für uns kleine Nachteil, dass nicht so viele Tore fallen, aber es macht Spaß, das Spiel. Also hat definitiv was. Das ist Nino Kasten jetzt, der bis ganz nach vorne durchgeht und fast damit Erfolg hat, weil sein Kollege Mustafa Can Degemenci dabei ist. Nächster Versuch und jetzt ist er drin. Und das war Mustafa Can Degemenci. Zum 2:0 für die Wolfsburger. Wieder ein Stück weit mehr Druck machen. Und ihr Punktekonto kann man auf 6 hochschrauben können und damit gleichziehen würden mit dem ersten FC Nürnberg. Und dank eines 7:0 Erfolg gegen Osnabrück könnte das hier auch Richtung Gruppensieg gehen. Aber noch haben wir über 3,5 Minuten Zeit für Nürnberg, damit sie das Spiel drehen. Und dann ist schon der Anschluss da. Herbeigerufen. Torschütze Lukas Ziegelmeier. Zu 2. Kann uns so recht sein. Versuch hier wieder Spalitsch. Der wechselt jetzt. Starker Antritt. Und dann hätte er es fast selber machen können. Ole Pohlmann. Abschluss dafür hat er. Wollte da nochmal seinen Kollegen Sofiane Mesegrim bedienen. Wieder Pohlmann. Ah, war ein Foulspiel gegen ihn. Jetzt dann. Freistoß für den VfL, für die Wölfe. Boah, krasser Abwurf, genau in den Fuß für Ole Pohlmann. Gut zu kontrollieren. Ja, der muss den Abschluss suchen, der hat den Schuss.
Wieder eine gute Schussposition hier. Macht eigentlich alles richtig. Guter Antritt. Enge Ballführung. Jetzt gegen zwei. Behauptet die Kugel. Warum wird hier etwas unentspannt das zweite Mal jetzt schon? Wird natürlich immer wieder behakt und bekriegt. Der Ball. Ein Befreiungsschlag. So, 16 Sekunden noch. Nürnberg will die erste Niederlage natürlich noch vermeiden. Langer Ball jetzt gespielt. Da ist wieder Lino Kasten. Ganz viel Dynamik, wieder Kasten da. Also der ist wach. Mit seinem Mann jetzt hier in Front. Hallo gehabt, aber nicht 4 Sekunden schon angezeigt. 29 auf der Uhr. Immer noch genug Zeit für den ersten Zünder hier auszugleichen. Der Ball war zu lang. Und das gibt natürlich wertvolle Sekunden. So, jetzt gut angerollt. Das ist Kinitz. Kohlmann. Richtig, an der Bande festgehalten, deswegen Freistoß. Die Nürnberger. Korrekte Entscheidung. Das ist wieder Lino Kasten. Spieler verletzt am Boden, Spiel beendet. Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Robert hat er mir mitgegeben, ich habe es aber auch nicht genau erkennen können. Auf jeden Fall gewinnt der VfL Wolfsburg hier mit 2 zu 1. Da ist der Sieg für den VfL Wolfsburg. 2 zu 1 gewinnen die Wölfe, präsentiert von Auto.